Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Madeleine Schlemmer Paradies. Dieses Video gehört zu einer Muttertagskooperation, die liebe Selina von Eules Welt ins Leben gerufen hat. Mit vielen tollen anderen YouTubern, schaut auf alle Fälle vorbei. In diesem Video zeige ich euch, wie ich meine Modellierschokolade herstelle und daraus eine kleine Schokoladenrose mit Überraschung für die liebe Mama. Wir benötigen 200 Gramm Blockschokolade, also Zartbitterschokolade, und 2 Esslöffel Glukosesirup. Den Glukosesirup habe ich in der Mikrowelle kurz erwärmt, dass er die gleiche Temperatur hat. Und die Blockschokolade habe ich natürlich klein gehackt und geschmolzen. Dies habe ich dann zusammen miteinander vermengt und dann habe ich das auf einer Klarsichtsfolie gegeben. Ich habe meine Schokolade einen Tag vorher gemacht und deswegen habe ich sie 24 Stunden außen ruhen lassen. Ihr könnt auch für 1 bis 2 Stunden sie in den Kühlschrank tun. Das würde auch funktionieren. Als nächstes brauchen wir 100 Gramm von der weißen Schokolade, ein paar Erdbeeren, Cakepop-Stiele und einen Cakepop-Halter. Wenn ihr keinen Cakepop-Halter habt, könnt ihr auch Zucker nehmen und dann das in ein Glas füllen und dann eure fertigen Erdbeeren dann immer reinstecken. Das würde auch halten. Die Schokolade habe ich dann gehackt und geschmolzen und während sie geschmolzen ist, habe ich dann meine Erdbeeren schon mal gewaschen, wieder trocken getupft und den Stiel oben abgeschnitten. In die weiße Schoki habe ich noch etwas Öl reingemacht, ungefähr nur ein Esslöffel auf die 100 Gramm, damit es sich leichter überziehen lässt. Die grüne Schokolade habe ich mir selber gefärbt, die war vom Vortag für eine andere Deko und die habe ich dann benutzt, um die Stiele an die Erdbeeren zu bringen. Ihr könnt natürlich auch ein Stück von der weißen Schokolade nehmen, aber bitte dann, bevor ihr das Öl reinmacht, sonst hält es einfach nicht mehr so gut. Als dann meine ganzen Stiele daran fest waren an den Erdbeeren, habe ich mich ans Überziehen gemacht und da hat sich herausgestellt, dass das mit der Schokolade im Glas nicht gerade sehr vorteilhaft ist. Die habe ich mir dann umgefüllt in einer kleinen Schüssel und dann meine Erdbeeren ganz normal überzogen und zur Seite gestellt, bis die Schokolade angezogen ist. Nun ging es endlich an die Modellierschokolade. Da habe ich mir erst eine Schlange gerollt, habe dies dann auf ein Backpapier gegeben, das dann umgeklappt und mit meinem Ausrollstab etwas ausgerollt, bis es dünn genug mir war. Wenn es euch zu mühselig ist mit der Modellierschokolade den Tag vorher herstellen, könnt ihr natürlich auch euch die Modellierschokolade kaufen. Die gibt es ja in verschiedenen Discountern und Einkaufsläden oder halt bei Online-Shops. Ich habe sie nur selber gemacht, weil ich auch Glukosesirup zu Hause hatte. Deswegen also müsst ihr euch überlegen, ob ihr dafür extra Glukosesirup bestellt oder ob ihr euch dann die fertige Modellierschokolade aus dem Geschäft holt. Hier habe ich dann angefangen, meine kleine ausgerollte Schlange dann wieder zusammenzurollen. Bis zur Hälfte, das habe ich dann mit einem Messer geteilt. Den einen Teil habe ich dann wieder weggenommen und wieder verknetet. Bitte nur vorsichtig sein beim Wiederzusammenrollen, weil man soll ja diese Schneckenoptik sehen. Mit einem Messer habe ich dann noch etwas die Enden auseinandergedrückt und als mir das dann gefallen hat, habe ich dann meine Schokoladenerdbeere genommen und meine Modellierschokolade daran befestigt. Als ich dann alle meine kleinen Snacks an meine Erdbeeren befestigt hatte, habe ich mich dann ans Kugelrollen gemacht. Da fangen wir erst an mit 3 kleinen Kugeln, die wir dann ebenfalls mit einem Ausrollstab zwischen Backpapier dann die Modellierschokolade ausrollen.
Ach ja, ich habe dann noch etwas mit meinen Fingern oben drauf gedrückt, dass es etwas flacher wieder ist und sich dann leichter ausrollen lässt. Wenn es euch dann dünn genug ist, dann könnt ihr das Backpapier wieder auseinanderziehen. Da bitte vorsichtig sein, nicht so, dass es passiert wie bei mir hier. Mit etwas Druck und mit der eigenen Fingerwärme habe ich dann meine Modellierschokolade wieder an die Erdbeere festgemacht. Wichtig ist auch, dass ihr immer zwischendurch eure Finger wieder reinigt, weil sonst wird es echt schwierig, mit der Modellierschokolade zu arbeiten. Oder als kleinen Tipp könnt ihr auch ein bisschen Palmin auf eure Hände streichen, dann wird es auch leichter. Wenn wir dann mit unseren 3 bis 4 Blättern von den kleinen Kugeln fertig sind, können wir dann unsere nächsten Kugeln und die werden dann mittelgroß und diese rollen wir dann auch aus. Das sind insgesamt 3 Stück, die ihr da braucht. Und wie ihr seht, das ist genau dieselbe Arbeit wie bei den kleinen Kugeln. Erst Kugeln, mein Lieblingswort jetzt. Und dann rollen wir das wieder zwischen Backpapier aus und bringen dies dann mit der eigenen Handwärme wieder an unserer Rose an. Mit einem Messer oder mit so einem Kekpappstiel könnt ihr dann immer oben die Blätter in Form bringen, bevor ihr das nächste Blatt anbringt. Und wie ihr bestimmt schon bemerkt habt, habe ich hier meinen Kekpappstiel verloren. Ich habe mich da etwas ungeschickt angestellt, vielleicht macht ihr es besser. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mir ein Foto wieder auf Facebook hinterlassen würdet. Denn darauf freue ich mich immer sehr, eure Ergebnisse zu sehen. Wenn ihr merkt, so wie ich bei mir hier, dass die Blätter zu lang sind, einfach unten ein Stück abschneiden und dann ganz normal weiter dran modellieren. Zum Schluss habe ich mir noch 2 große Kugeln gekugelt und habe diese auch zwischen Backpapier auseinandergerollt wieder und mit einem Messer halbiert, bevor ich sie dann an meine Rose angebracht habe. Natürlich, wenn es für euch schon so reicht, könnt ihr sie dann auch so lassen, weil ihr seht ja, ist ja einmal rundrum ist jetzt die dunkle Modellierschokolade. Da sieht man nichts mehr von der hellen, das könnt ihr so lassen. Oder der Rose wie ich etwas Fülle geben und etwas mehr machen. Mit diesen 2 halben Blättern war ich dann auch fertig mit meiner Rose. Und weil ich da noch was übrig hatte, habe ich mir daraus mit Blätterausstecher, die eigentlich für Fondant sind, noch 2 Blätter ausgestochen und mit dran gemacht. So sah dann meine Rose fertig aus, nicht mehr auf dem Cakepappstiel, aber das fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Und ich hoffe, sie gefällt euch genauso wie mir. Ich habe sie nun am Schluss noch einmal abgepudert mit Gold. Das fand ich ganz süß. Das könnt ihr machen, müsst ihr nicht, wie ihr es möchtet. So sieht die kleine Überraschung von innen aus, wenn man die Schokorose dann aufschneidet. Ich finde, das ist auf alle Fälle ein Hingucker. Das würde auch optimal auf eine Torte passen. So, meine Lieben, ich hoffe, euch hat das kleine Tutorial gefallen und ich stelle euch jetzt noch die einzelnen Kanäle vor. Heute an der Kooperation hat mit teilgenommen Robs Frische Küche, Eules Welt natürlich, die Kooperation ins Leben gerufen hat, die liebe Kuchenfee, Backlounge,
Kerstins Küchentraum, auch bekannt unter Last Chunky, die liebe Manufaktum, Martinas Kitchen Chaos und die liebe Yvonne von Purzelkick. Für alle, die ich jetzt zu schnell geredet habe, sind natürlich alle Kanäle unten in der Infobox noch verlinkt. Also schaut bei allen vorbei. Ich freue mich auf nächste Woche und bis dann. Tschüss.